Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid auf einem Konzert von Ed Sheeran, Taylor Swift oder Adele und euer Handy hat keinen Empfang. Das wäre natürlich super ärgerlich und ihr würdet euch fragen, wie kann das passieren und wer hat Schuld? Ich werde mal versuchen, euch das anhand von 3 Megakonzerten zu erklären, die in diesem Jahr in München laufen. Und dann wird man auch sehen, dass das mit der Schuldzuweisung gar nicht so einfach ist. Wir sind auf der Theresienwiese. Hier findet am 12. Juni im Vorfeld der Europameisterschaft ein großes Fanfest statt. Und der Headliner ist Ed Sheeran. Die Veranstalter rechnen mit so roundabout 90.000 Leuten. Das heißt 90.000 Handys wie ein Netz suchen. Natürlich gibt es auch jetzt hier auf der Theresienwiese Mobilfunkversorgung. Wir sind ja mitten in der Stadt. Aber wenn 90.000 Menschen auf einem Fleck zusammenstehen, dann musst du zusätzliche Antennen aufbauen, damit alle Netz haben. Deshalb bauen wir für das Konzert 5 zusätzliche Standorte auf. Praktisch, auf dem Gelände findet nach der Europameisterschaft das Münchner Oktoberfest statt. Wir dürfen die Standorte deshalb bis dahin stehen lassen. Jetzt sind wir im Olympiastadion. Hier wird im Sommer Taylor Swift auftreten. Das Stadion wurde für die Olympischen Spiele 1972 gebaut. Nicht zuletzt aufgrund seiner ikonischen Dachkonstruktion gehört es mittlerweile zu den Wahrzeichen der Stadt und steht schon seit 1997 unter Denkmalschutz. Und deshalb ist das Stadion nicht auf heutige Ansprüche an eine gute Mobilfunkversorgung ausgelegt. Aber Besserung ist in Sicht. Ab Oktober 2025 wird das Stadion saniert und wir sind guter Dinge, dass wir bei dieser Gelegenheit auch an der Mobilfunkversorgung schrauben dürfen. Wir sind jetzt an der Messe München. Auf den Parkplätzen da hinter mir wird im August eine Riesenarena aufgebaut, weil da wird eine Serie an Konzerten des englischen Superstars Adele stattfinden. Wir haben in der Arena keinen Platz für unsere Antennen bekommen. Wir müssen das Konzert deshalb von außen mit gerade einmal 3 Standorten versorgen. Das ist nicht ideal und damit kann man keine Mobilfunkversorgung herstellen, die unseren Ansprüchen entspricht. Aber der Veranstalter, der hat ganz andere Sorgen. Der möchte, dass die Zuschauer jederzeit freie Sicht auf die Bühne haben und ihm liegt die Ästhetik der Arena am Herzen, weil das Event soll gefilmt und vermarktet werden. Wenn ihr in Zukunft keine Technikvideos mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren WhatsApp-Kanal Telekom Netzausbau. Wir versorgen pro Jahr über 200 Volksfeste und Konzerte mit zusätzlichen Mobilfunkstandorten. Aber wir sind natürlich immer auf die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern angewiesen. Übrigens, die Kosten für eine solche Sonderversorgung übernehmen komplett wir. Die Veranstalter zahlen hier keinen Cent. Wir machen das, weil wir euch jederzeit die beste Netzqualität bieten wollen. Jetzt würde mich noch interessieren, wie wichtig ist euch denn guter Handyempfang bei einem Konzert? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.